Willkommen beim Germanistikum. Mein Name ist Jan Philipp und wir schauen uns wieder Verben mit Präpositionen an. Wenn dir mein Video gefällt, gib mir bitte einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und auch die Glocke und schau auf meine Internetseite www.germanistikum.com. Verben mit Präpositionen, das Verb, was heute zu betrachten ist, ist das Verb schimpfen mit plus Dativ über plus Akkusativ. Das erste Beispiel, der Trainer schimpft mit den Spielern über das verlorene Spiel. Unser Verb ist schimpfen. Die Präposition, die erste Präposition ist mit. Mit wem schimpft der Trainer? Mit den Spielern. Den Spielern steht im Dativ. Die zweite Präposition ist über. Und über wen oder was schimpft der Trainer? Er schimpft über das verlorene Spiel. Das verlorene Spiel steht im Akkusativ. Was bedeutet das, wenn der Trainer mit den Spielern über das verlorene Spiel schimpft? Dann sagt der Trainer nichts anderes als, ich bin sauer, es ist schlecht und doof, dass wir das Spiel verloren haben. Und ihr Spieler seid daran schuld. Der Trainer schimpft mit den Spielern über das verlorene Spiel. Ein zweites Beispiel. Die Mutter schimpft mit ihrem Kind über die bemalte Wand. Unser Verb ist schimpfen. Die Präposition mit. Mit wem schimpft die Mutter? Mit ihrem Kind. Ihrem Kind steht im Dativ. Über ist die zweite Präposition. Und über wen oder was schimpft die Mutter mit ihrem Kind? Über die bemalte Wand. Die bemalte Wand steht im Akkusativ. Was bedeutet das? Stellt euch vor, die Mutter kommt in das Zimmer ihres Kindes. Das Kind steht an der Wand und malt auf die weiße Wand mit ihren Stiften. Und die Mutter steht vor dem Kind und sagt, nein, hör auf, das ist doof, das ist nicht gut, dass du die Wand bemalst. Die Mutter schimpft also mit dem Kind über die bemalte Wand. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was Schimpfen mit und über bedeutet und bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit.